Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Amadia, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt auf dich zu, Jahr 2020 bezüglich auf die Liebepartnerschaft. Wann kommt der Richtige? Erstmal betrachten wir deine Vergangenheit, weil oft kommen die Erinnerungen und es zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Diese Karte zeigt deine Kindheit. Immer wieder eine Herausforderung. Du müsstest dich immer wieder behaupten, damals schon. Deine Ex-Beziehung zeigt hier dieses Bild. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und das bedeutet, du hast noch Gefühle für ihn und umgekehrt auch. Er hat für dich auch Gefühle und er kehrt wieder zurück von Vergangenheit, aber er fühlt sich beobachtet, weil jemand ist im Hintergrund und beobachtet die Geschehen. Diese Person kann auch männlich sein, kann auch weiblich sein. Die Karten haben symbolische Bedeutung. Deine Vergangenheit, und damit meine ich jetzt die karmischen Themen, all das, was du erlebt hast in früheren Leben. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle, also es handelt sich um dein Liebesleben. Die Zahl 7 bedeutet die Chancenmöglichkeiten. Etwas wiederkehrt sich in dein Leben oder du hast eine seelische Verbindung, eine karmische Beziehung und dieser Mann kehrte wieder zurück von Vergangenheit. Dieses Bild symbolisiert die Reinheit oder die Reinigungsprozess. Hier wird etwas bereinigt. Was du in diesem Bild auch wahrnehmen sollst, dass dieser Mann ist immer da und schaut in deine Richtung. Es ist für dich nicht immer bewusst, aber er beobachtet dich. Es ist nicht negativ gemeint, sondern das bedeutet schlicht einfach, dass er Aufmerksamkeit zeigt. Wie denkst du über die Liebepartnerschaft? Diese Karte zeigt die Empfängnis. Es bedeutet nicht nur die Schwangerschaft, sondern etwas empfangen. Du möchtest es empfangen. Du willst auch nicht aktiv sein, sondern du vertraust, dass diese Liebe auch kommt. Wer ist dieser Mann? Die Antwort gibt dieses Bild. Es ist schon jemand da. Du kennst diesen Mann. Aber diese Brücke symbolisiert eine Übergangsphase. Ihr seid noch nicht wirklich angekommen. Diese Brücke bedeutet auch, dass du in zwei Richtungen bewegen kannst. Außer diesem Herzensmann wirst du noch jemand kennenlernen, im beruflichen Umfeld. Das kann auch sein Beruf sein. Warum bist du alleine? Die Antwort gibt diese Karte und das zeigt hier die Öffentlichkeit, auch die Einladungen, auch ein Lob oder Anerkennung. Die Münzen symbolisieren die Werte. Das ist für dich wertvoll. Symbolisiert auch Wertschätzung, dass du hier Wertschätzung bekommst, ein Lob oder ein Kompliment.
Die Münzen stehen aber in Verbindung zum Finanzen und indirekt auf die beruflichen Situation. Hier habe ich schon erwähnt, es kommt nochmal ein Mann auf dich zu im beruflichen Umfeld. Und diese Karte könnte ein Hinweis sein, dass du eine Einladung bekommst. Das hat auch mit Beruf was zu tun und hast du schon diese Begegnung. Was kannst du tun? Gar nichts. Diese Karte zeigt, sei in dieser Warteposition. Was aber für dich selbst tun kannst, auf deinen Gefühlen achten. Dieser Kelch symbolisiert nämlich die Gefühle. In diesem Ruhe, in diesem Gelassenheit bleiben, ohne Erwartungen. Lass es einfach geschehen. Wann passiert das? Die Antwort gibt hier dieses Bild. Du hast jetzt schon jemand. Und die Zahl 2 bedeutet diese Zweisamkeit. Bis hier eine Entgegenkommen da ist und dieser Mann die Gefühle zeigt, so wie die Kelchen das auch zeigen, das kann Februar sein. Aber hier kommt mehr Sicherheit, Stabilität, Struktur und auch ein gewisser Schutz. Hier im Hintergrund erscheint dieses Haus und das hat auch mit Immobilien was zu tun. Das kann auch bedeuten, dass dieser Mann noch gebunden ist und möchte seine Frau finanziell versorgen, ein Zuhause geben, weil er Schuldgefühle hat. Und wenn dieser Situation eintrifft, dann hat ein beruhigendes Gefühl und sucht die Zweisamkeit zu dir. Wenn wir deinen Gefühlen betrachten, worauf solltest du achten? Das zeigt hier dieses Bild. Erstens verlangen klare Entscheidungen, weil du möchtest Klarheit auch in dein Liebesleben. Dieses Schwert symbolisiert aber auch Angstbefreiung. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Ängste. Und dann hast du einen gewissen Freiraum. Dieser Mann beherrscht die Luftelemente, das ist die Leichtigkeit, auch klare Entscheidungen und klärenden Gesprächen. Trotzdem ist er in Warteposition. Sei eher zurückhaltend, bis dieser Mann kommt und dann könnt ihr alles miteinander klären. Deine Zukunft zeigt hier dieses Bild. Die Münzen symbolisieren die Erde-Element und das bedeutet die Taten. Und das ist ein Hinweis, du kommst Jahr 2020 zum einen feste Beziehung. Bis das so ganz sicher anfühlt, das kann bis September dauern. Heißt aber nicht, dass bis dahin du alleine bist, sondern er muss die Finanzen regeln. Er braucht auch eine gewisse Struktur. Da ist im Hintergrund noch eine dritte Person. Und das schläft alles hier ein. Das bedeutet nicht nur, dass er das einschlafen lässt, sondern er bringt es in Form. In Gegenwart hat er noch Einschränkungen und das kann bis September dauern, bis das alles geklärt ist. Aber außer diesem Mann, den du schon kennst, wirst du noch jemand kennenlernen. Und dann kann passieren, dass du ihm Grenzen setzt und dass diese dritte Person eine Rolle spielt in dein Leben und du kommst mit diesem neuen Mann zusammen und lässt du die andere Beziehung einfach einschlafen.
Ich befrage jetzt mein Pendel. Wirst du Jahr 2020 Glück haben in die Liebepartnerschaft? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du kommst in eine Beziehung. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, du wirst keine Beziehung eingehen. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann bleibt bei dir auch alles stehen. Dann heißt vielleicht, man kann nicht wissen oder wir sollen diese Frage nicht stellen. Kommst du zu einer glücklichen, festen Beziehung Jahr 2020? Die Antwort ist ja. Liebe Amadia, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.